Tauwetter auch im deutsch-polnischen Verhältnis. Am 6. Dezember trifft Willy Brandt in Warschau ein. Jahrzehntelang galt die Bundesrepublik für das kommunistisch regierte Polen als Brutstätte des Revanchismus. Jetzt aber beginnt das Feindbild zu bröckeln. Brandt und der polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz kommen sich auch menschlich näher. Hans-Jakob Steele begleitet als Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Treffen. Beide hatten offenbar den Eindruck, dass sie eine Barriere durchbrochen hatten, einen eisernen Vorhang, den sozusagen auch in ihren Köpfen gegeben hatte und den sie jetzt plötzlich irgendwie durchbrochen hatten. Und sie haben beides eigentlich auch auf eine fast private Art diesen Vorgang genossen. Am 7. Dezember legt Willy Brandt am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos einen Kranz nieder. Für den Bundeskanzler ist dies angesichts der Millionen Nazi-Opfer in Polen ein schwerer Gang. Unerwartet sinkt Brandt während der Zeremonie auf die Knie. Der Kniefall von Warschau. Das Bild geht um die Welt. War es eine spontane Geste oder vorher geplant? Hans-Jakob Steele ist sich sicher. Ich stand zufällig ganz daneben und es war eine Überraschung, denn es war ein spontaner Gefühlsausbruch von Willy Brandt, als er vor diesem Denkmal stand, das an die Opfer des jüdischen Ghettos in Warschau erinnerte. Denn das hatte man noch nie erlebt oder gesehen, dass ein Kanzler, ein Regierungsoberhaupt bei einem politischen Treffen in die Knie ging. Im Palais des Ministerrates. Bundeskanzler Brandt und Ministerpräsident Cyrankiewicz unterzeichnen den Warschauer Vertrag. 25 Jahre nach dem Ende des Krieges erkennt die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Grenze de facto an und verzichtet damit auf alle Gebietsansprüche gegenüber Polen.